In diesem Video zeige ich dir, welche Golfschwungtipps man auf keinen Fall befolgen sollte. Also bleib dran, wir starten jetzt. Wenn man auf den Golfplatz geht und einen schlechten Tag hat, dann gibt es ja viele liebe Menschen um einen herum, die gut gemeinte Ratschläge haben. Und das sind Ratschläge, die man immer wieder hört seit 15, 20, 40, 50 Jahren. Es sind immer dieselben, die noch keinen Golfer besser gemacht haben. Und über die sprechen wir jetzt. Die erste Sache, was man klassisch hört, ist: Lass den Kopf unten, du bist aufgestanden. Das heißt quasi, man sagt dem Golfer, er habe zu früh aufgeschaut und deswegen den Ball getoppt. Und das ist natürlich kompletter Humbug, kompletter Blödsinn, weil würde ich wirklich mit dem Kopf unten bleiben, also nicht aufstehen, nicht mich aufrichten, dann würde mein Golfschwung ja so ausschauen. Ja, und es kann dann vielleicht zufällig sein, dass das mal für ein, zwei Schläge funktioniert, aber auf Dauer ist das kein gutes Konzept. Also bitte, wenn dir jemand sagt oder wenn du das selber glaubst, dass der Kopf ganz strikt unten bleiben muss, dann bitte hör sofort auf damit. In einem Golfschwung ist es so, dass wenn man zum Ball kommt in Richtung des Treffmoments, dass man sehr wohl den Körper aufrichtet und nur so kann man einen guten Schlag durchführen. Der Look aber, warum das dann vielleicht so aufgestanden aussieht, ist der, weil vielleicht dieser Golfer nicht ausreichend Seitneigung nach rechts hatte. Du siehst jetzt vielleicht, dass meine rechte Schulter tief ist und wenn ich das mache, dann bekomme ich hier eine wunderschöne Position durch den Ball durch. Und wenn ich eben diese Seitbeugung auflöse hier, also nicht hier bin, sondern mehr hier, dann hat man halt den Eindruck, als ob dieser Golfer aufgestanden wäre. Ich mache das mal von hier vor. Also das schaut aus, wie wenn ich aufgestanden wäre, aber tatsächlich hat das nichts mit Aufstehen zu tun, sondern es ist nur die fehlende Seitneigung. Aufstehen heißt immer für mich in diese Richtung und das gibt es definitiv beim Golfschwung zweimal und zwar einmal beim Aufschwung. Hier stehe ich das erste Mal so da und nicht so und beim Durchschwung stehe ich das zweite Mal am Schluss so da und nicht so. Also bitte aufhören mit diesem Gedanken. Der zweite gut gemeinte Rat ist, dass man versucht, den linken Arm den ganzen Schwung gestreckt zu lassen. Nun, es ist so, wenn man bei Profigolfern zusieht, dann hat man ja wirklich den Eindruck, als ob sie hier wirklich den Arm immer gestreckt lassen. Jedoch leben wir in einer Zeit, wo wir Bewegungen messen können, und zwar mit diesen sogenannten 3D-Analysen, wo man mit Sensoren am Körper genau sehen kann, was passiert. Und wir wissen heutzutage, dass Profigolfer sehr wohl ihren linken Arm, ich spreche jetzt mal nur vom linken Arm, ihren linken Arm im Aufschwung gebeugt haben. Das ist unterschiedlich, manche haben das vielleicht 10 Grad, manche haben sogar bis zu 35 Grad, man sieht alles mögliche, aber auf alle Fälle, in der Regel haben Profigolfer einen Arm, der gebeugt ist, auch wenn er nur leicht gebeugt ist, aber er ist gebeugter, als man es glauben würde. Wenn man dann Richtung Ball hier runterkommt, haben auch die Profigolfer den Arm übrigens noch gebeugt. Und im Treffmoment sind auch wirklich alle Profigolfer mit dem linken Arm gebeugt. Erst nach dem Treffmoment, erst wenn sie in der Kollisionsphase mit dem Ball mehr oder weniger sind, beginnen sie mehr oder weniger den Arm komplett zu strecken, wobei auch hier ist er dann nicht ganz gestreckt. Aber der linke Arm befindet sich in einem Streckungsprozess. So, und weil dieser Look eben durch diese Beweglichkeit dieser Jungs eben so aussieht, als ob sie immer gestreckt wären, glauben natürlich viele Hobbygolfer, dass sie auch den linken Arm ganz gestreckt haben müssen, obwohl das gar nicht ist. Ja? Und jetzt schaffen es tatsächlich sehr viele Hobbygolfer, dass vorm Schlag der Arm wirklich gestreckt ist. Aber was dann passiert ist, ist dann, dass dann diese Streckung zum Ball hin kollabiert und man eine exzessive Beugung des linken Ellbogens bekommt, also so einen Chicken Wing, kann man auch sagen. Und das ist natürlich eine Art, wie man den Ball überhaupt nicht effizient schlägt.
Das heißt, Amateurgolfer machen genau das Gegenteil von Profis. Und zwar, sie haben den Arm vor dem Schlag gestreckt sehr häufig und beugen durch die Drehmomentposition. Und die Profis machen das eben anders. Die sind gebeugt und strecken durch den Schlag durch. Und das ist die wesentlich effizientere Art. Also bitte, wenn du Probleme hast mit dem linken Ellbogen, dass du sagst, ich kann er nicht gestreckt lassen, dann beruhige ich dich einmal. Der braucht nicht gestreckt sein, er kann gebeugt sein. Und es wird sogar, wenn du nicht sehr flexibel bist, von deinen Körperdrehungen her, es vielleicht sogar sehr, sehr gut tun, wenn du sogar im Aufschwung dir erlaubst, einen linken Arm zu beugen. Ich hatte übrigens heute einen 73-jährigen Schüler bei mir, der eine sehr langsame Schlägerkopfgeschwindigkeit hatte. Ich habe das mit meinem Radargerät, mit meinem Trackman gemessen und er hatte 64 Meilen pro Stunde. Und ich konnte sehen, dass er wirklich versucht hat, ganz steif zu bleiben mit dem linken Arm im Abschwung und im Aufschwung schon bereits. Und ich habe ihm gesagt, wenn er jetzt den linken Arm beugt, wird er Schlägerkopfgeschwindigkeit generieren. Und das hat er mir zuerst gar nicht glauben können, weil es war so fest in seinem Kopf verankert, dass der linke Arm gerade sein muss. Und als er dann begonnen hat, den linken Arm im Aufschwung hier zu beugen und im Abschwung gebeugt zu lassen, dann hat er begonnen, auf einmal statt 64 Meilen, ja bis zu, glaube 75 Meilen war sein Rekord heute, also 11 Meilen mehr zu schwingen. Und das hat natürlich extreme Weite ausgemacht. Er hat auf einmal sein Siebeneisen statt, ich sage mal knappe 100 Meter, auf einmal 130 Meter geschlagen. Und ja, das macht natürlich einen Sinn, gerade wenn man nicht beweglich ist, dass man erlaubt, den Ellbogen etwas kommen zu lassen. Ich würde sagen, das ist etwas, was man probieren muss, ob einem das liegt, aber auf keinen Fall möchtest du einen steifen linken Ellbogen. So, die nächste Sache, über die ich sprechen möchte, sind die Hände. Und man sagt da ganz gerne, man darf mit den Händen nicht anreißen, man muss wirklich schön den Körper kommen lassen, Hüfte, Oberkörper und ganz am Schluss kommen erst die Hände. Und wenn man schlecht spielt oder Slice schlagt oder von außen nach innen schwingt, glaubt man halt, ja, man ist viel zu aktiv mit den Händen. Ja, und es mag vielleicht sein, dass es Golfer gibt, die wirklich übertrieben die Arme einsetzen. Aber in der Regel möchte ich, dass du schon verstehst, dass die Hände eine sehr, sehr wichtige Funktion erfüllen im Golfschwung, und zwar zur Geschwindigkeitsproduktion. Es stimmt zwar, dass zuerst das Becken kommt, dann der Oberkörper und dann die Hände und der Schläger. Aber bitte, das sind nur ganz, ganz kleine, feine Zeitunterschiede dazwischen. Ich sage jetzt einmal, zwischen meinem Becken und meinem Oberkörper, diese Separation, die dauert wirklich nicht einmal eine Zehntelsekunde, also noch sogar noch drunter. Und auch wenn die Arme sich von der Brust lösen, das dauert auch in der Regel weniger als eine Zehntelsekunde. Das heißt, das sind Sachen, die fast gleichzeitig passieren. Also es passiert wirklich fast gleichzeitig, dass Becken, Oberkörper und Hände starten. Und wenn man jetzt wartet, ganz, ganz lange, bis erst die Hände kommen, dann ist der Schlag schon längst vorbei und man wird nicht wahnsinnig viel Energie erzeugen. Und eines der Sachen, was die Profigolfer wirklich, wirklich gut machen, ist, dass sie von hier oben, wenn sie hier den Abschwung starten, ungefähr bis sie hier sind, unglaublich viel Handgeschwindigkeit erzeugen. Das heißt, sie beginnen die Reise hier nicht langsam und werden dann schneller mit den Händen, sondern sie werden von hier sofort schnell. Und das ist eines der Hauptgeheimnisse in meinen Augen für Schlierkopfgeschwindigkeit. Die Profis machen es ohnehin und die Amateurgolfer sollten beginnen, damit anzufangen. Weil ich sage, auch falls du ein koordinatives Problem hast mit dem Körper und sagen wir zum Beispiel, der Worst Case wäre, du fängst wirklich mit den Händen vorher an, also bevor der Körper gestartet hat, dann würdest du zumindest Geschwindigkeit erzeugen. Und Geschwindigkeit ist sicher etwas, was wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist im Golfschwung. Ich habe jedoch bei meinen 3D-Messungen in all diesen Jahren eigentlich, ich glaube, vielleicht zwei oder dreimal erst Golfer gesehen, die wirklich mit den Händen beginnen und nicht mit dem Körper. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du das tatsächlich machst. Aber bitte konzentriere dich wirklich, dass du von hier oben bis hierher Geschwindigkeit erzeugst und warte nicht, bis alles gekommen ist und hinten nach
kommt dann irgendwann mit der Schläger und die Hände, das ist viel zu spät. Und das ist übrigens auch der beste Weg, wie man dann diesen Winkel hier tatsächlich wegschmeißt, weil wenn ich jetzt beginne, hier die Hände schnell runter zu bewegen, habe ich auch meistens ausreichend Lag und muss den dann nicht künstlich irgendwie halten. Wenn du die Zeit nützen möchtest, im Winter ein bisschen an deinem Golfschwung zu arbeiten, dann habe ich hier noch ein sehr interessantes Video, das du dir ansehen kannst, wo du einfach ein paar Ideen bekommst, welche Übungen du zu Hause im Winter machen kannst. Also ich hoffe, wir sehen uns dann drüben auf der anderen Seite. Tschüss!